So, Leute, dann kommen wir mal als erstes zu der ersten Variante, wie ihr diesen Kopf bauen könnt. Ich benutze eine Gabel. Ja, geht jede handelsübliche Gabel. Für den Kopf benutze ich sogar in der Tat lieber so eine größere Gabel als die kleine Somo-Gabel, einfach weil die ziemlich gut zu der Größe von dem Kopf passt. Der erste Weg, wie man diesen Kopf bauen kann, ist ein Abstandssetup. Sprich, ihr raucht den Kopf eigentlich immer mit einer Smokebox oben drauf. Ja? Die liegt dann einfach hier oben drauf. Sieht dann so aus. Passt einfach ziemlich gut drauf. Funktioniert hervorragend. Er ist wie dafür gemacht, der Kopf. Ja? Also ich finde es wirklich optimal. Man kann ihn auch mit Alu rauchen. Ich finde es aber einfach cooler mit einer Smokebox. Die erste Variante ist nur die Noppen auf der Unterseite von der Smokebox. Und man sieht es, bei mir hängt auch noch ein kleines bisschen dran. Ich habe sie nicht perfekt sauber bekommen. Was auch wirklich einer der größten Nachteile ist an diesem Setup, ihr müsst eure Smokebox immer extrem sauber machen und das kann wirklich nervig sein. Aber ja, die Noppen von der Smokebox, die ich euch eben gezeigt habe, berühren den Tabak höchstens minimal. Das heißt, euer Tabak ist dann ungefähr so auf Höhe von dem Funnelloch, aber eben nicht über den Rand hinaus. Als zweites zeige ich euch dann gleich noch, wie ich das Ganze im Overpack bauen würde, aber erstmal bauen wir das Ganze so. So, wir rühren natürlich wie gewohnt vorher nochmal den Tabak um. Man kennt das ja mittlerweile, ne? Erstmal schön die Molasse im Tabak verteilen. So, ich mache das dann immer so, ich nehme mir hier immer so eine schöne Gabel, man sieht es so leicht im Hintergrund auf dem Bild noch. Ich halte dann immer das Funnelloch zu, weil ich keine Lust habe, dass da super viel reinfällt. Mir würde jetzt auch einiges auf den Tisch fallen. Ich würde euch empfehlen, nehmt da am besten ein Zebra drunter oder so. Aber ich hatte keine Lust, da jetzt so ein hässliches Zebra fürs Video drunter zu packen. Und ihr streicht den Tabak einfach so da rein. Na, also ich lege dann meistens hier einfach so ein bisschen was hin. Verteile ihn so vorne ein bisschen mit den Spitzen. So. Und mache das dann einfach immer rundherum. Wie gesagt, ich bin da nicht zu zimperlich. Ich gucke jetzt nicht so, oh, es darf kein Tabakplättchen daneben fallen. Ich räume die danach einfach wieder weg. Und dann passt das Ganze, ja. So, wir legen den einfach hier so rein. Verteilen das Ganze dann wieder schön. So, und machen das dann erstmal rundherum. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon kompakter bauen. Aber ich finde, ihr könnt so, wenn ihr so locker baut und dann einfach noch ein bisschen nachdrückt, könnt ihr dafür, dass der Kopf so riesengroß ist, relativ tabaksparend, echt ein krass rauchendes Setup bauen. So, jetzt habe ich überall den Tabak drinne und jetzt würde ich einfach hingehen und würde den hier so randrücken und gehe einfach einmal rundrum. Guck jetzt, ob irgendwo eine Stelle ist, wo extrem wenig Tabak ist, wo ich vielleicht sogar den Boden durchsehe oder sowas. Und da würde ich dann auch nochmal nachlegen. Auf der anderen Seite seht ihr zum Beispiel hier jetzt gerade, da ist relativ wenig, aber hier ist relativ viel. Und dann gehe ich einfach hin und ziehe das nochmal so ein kleines Stückchen hier rüber und drücke dann weiter an. Und dann seht ihr, dann hat sich das ganz gut verteilt. So, dann mache ich dasselbe nochmal, aber von der anderen Seite gehe ich hier nochmal rum, drücke das Ganze da nochmal an. So, und dann gehen wir. Ich drehe dann einfach den Kopf immer ein bisschen. Guck hier, dass so diese Dinger, habt ihr eben gesehen, das kleine Ästchen stand da so ein kleines bisschen hoch. Drückt ihr ein bisschen rein. So, und dann geht ihr einmal komplett drumrum und drückt das überall fest. So, und das war es eigentlich schon soweit dazu. Ich würde dann nochmal einmal hier so mit dem Finger am Rand entlang gehen und den Kopf noch einmal drehen, damit ihr da die ganzen Fädchen abhabt. Und so wäre das Ganze auch schon gebaut, ne? Also relativ easy, relativ schnell. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht den Funnel so bauen will. Ich zeige es euch mal so. So ein paar Fitzelchen gucken noch hoch. Kann man auch andrücken, wenn man möchte. Aber so läuft das Ganze auf jeden Fall wunderbar, wenn man jetzt die Smokebox drauflegt. Ja, das würde dann so aussehen. Da bleiben unten an der Smokebox höchstens ein paar klitzekleine Tabakfitzelchen hängen. Aber in der Regel ist da nichts dran. Ne? Hier seht ihr es, da war vorher mal was dran. Und da an dem hier war eben noch ein kleines bisschen Tabak. Aber ja, so würde ich das Ganze auf jeden Fall im Abstandssetup bauen. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal im Overpack. Dafür muss ich aber natürlich erstmal den Kopf wieder leer machen. So, das zweite Setup, das ich euch zeige, ist mein fluffiges Overpack. So rauche ich den Kopf auch echt gerne. Ich würde sagen, das ist eher was für Fortgeschrittene, weil es doch schon wirklich deutlich intensiver ist und auch ein Ticken anstrengender ist für die Lungen. Aber ihr habt die intensivste Rauchentwicklung und ihr habt die intensivste Geschmacksentwicklung. Ich rauche sehr, sehr gerne mal ein, zwei Köpfchen am Tag. So, ich muss sagen, ich rauche nicht jeden Tag in krankem Overpack. Aber ab und zu ist das schon echt was Geiles, gerade wenn man sich mal schön geben will oder wenn man geile Bilder machen will mit viel Rauch oder so. Oder vielleicht einfach ein paar Freunde beeindrucken will mit schönen Rauchaufnahmen. Dann ist das schon ziemlich nice. Zum Bauen nehme ich einfach die Hände. Ich schnapp mir die Dose, gehe da einfach rein und schnapp mir ordentlich Tabak, den ich einfach hier so in die Hand lege, ja.
liegt dann einfach, ich zeige euch das mal hier, liegt dann einfach so in meiner Hand, ganz lose. Dann schnappe ich mir den Kopf und gehe einfach hin und schiebe den so aus meiner Hand einfach hier rein. Wieder, ihr könntet natürlich einen Zewa unterlegen, was euch ziemlich helfen würde und ihr euren Tisch nicht so versaut. Ich habe einfach damit abgeschlossen, dass ich meinen Tisch nachher sauber machen muss ordentlich und dann passt das Ganze. Es gibt definitiv ein zu viel Overpack, ja, also ihr wollt auch nicht zu krank über den Kopf oben hinaus, ihr wollt auch nicht zu viel Tabak verschwenden, aber ich mache das wie gesagt so, ich halte mit meiner einen Hand, oh, ihr seht das ja gar nicht, ich halte mit meiner einen Hand hier schön das Funnelloch zu. Und mit der anderen Hand schiebe ich dann hier schön den Tabak rein und gehe einmal rundrum, bis ich überall ordentlich Tabak habe. So, jetzt geht es daran, den Tabak noch ein bisschen zu verteilen, weil ihr seht schon, das sieht noch nicht so schön aus. Hier ist relativ viel, das schiebe ich dann noch so ein bisschen hier rüber. Hier würde ich gucken, dass es noch ein bisschen ausgeglichener ist und würde da noch was hinlegen, so ungefähr. Hier ist auch noch definitiv nicht ausgeglichen. Ne? Hier muss auch nochmal nachgeholfen werden. So würde ich das Ganze hier machen. Und das dann noch ein bisschen nach innen. Und so ist das Overpack dann aber auch schon ganz schön gut. Es ist wie gesagt ein schön fluffiges Overpack. Ihr seht, da guckt ordentlich was drüber. Ja? Das ist definitiv Overpack, das Teil. Und so legt ihr da oben jetzt einfach die Smokebox drauf. Ihr könnt die kurz vorheizen. Kann man machen, wenn man möchte. Ich lege sie meistens ganz, ganz kurz mit drauf, dass ich jetzt nicht ewig warten muss, bis dann mein Kopf heiß ist. Aber ich würde sie auch nicht zu lange drauflegen, weil ansonsten wären die ersten Züge extrem anstrengend. Da muss man einfach durch. Ja? Also wenn ihr die vorheizen wollt, könnt ihr machen. Legt ihr drauf, zischt ordentlich, raucht auch sofort, hat auch seine Vorteile auf jeden Fall. Aber es kann schon sehr unangenehm werden. Dann muss man da 10 Züge durch und dann fängt sich das Ganze wieder. Aber so würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt mal auf die Pfeife und ich zeige euch dann nochmal, wenn ich gleich die Kohle drauf packe. So Leute, ich habe jetzt meine Kohle an, wie ihr hier sehen könnt, ist die auch in der Smokebox und die wird auch schon verdammt heiß sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, sobald ihr die draufsetzt, zieht ihr auch. Ihr seht schon, das dampft, das wird jetzt echt schlimm. Ich setze sie nochmal eine Sekunde ab. Jetzt nehme ich mal die dritte Kohle gerade noch raus, damit man das auch gut sieht. Das würde jetzt wahrscheinlich ordentlich zischen und die ersten 10 Züge werden ziemlich schlimm sein. Ready? Go. Das geht sogar noch. Ihr seht schon ganz deutlich, da ist vorne auf jeden Fall noch einiges an Platz hier. Dadurch habt ihr natürlich auch einen ganz guten Durchzug. Also für die ersten Züge raucht es schon krass. Raucht jetzt ungefähr schon so gut wie ein Tonkopf, würde ich sagen. Ja, geht auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, ich baue mal um und wir quatschen mal in der richtigen Ansicht. So Leute, 2 Kohlen sind jetzt schon im Kopf. Die dritte liegt gerade noch auf dem Kohleteller hinter mir. Die lege ich dann irgendwann nach, wenn ich merke, okay, es wird langsam weniger Hitze. Ich nehme erstmal einen Zug, weil ist eine wichtige Regel beim Overpack. Man muss auf jeden Fall zwischendrin ein paar Mal ziehen. Ansonsten wird der nächste Zug echt böse. Deswegen nehme ich gerade erstmal einen Zug. Ihr wollt ja bestimmt eh die Rauchentwicklung sehen. Ich muss sagen, für ein Overpack gar nicht der krasseste Rauch ever. Aber geht auf jeden Fall klar. Also Rauchentwicklung ist sehr, sehr gut. Geschmack ist super intensiv. Die Minze ist krass. Die kommt heftig rüber im Overpack auf jeden Fall. Ihr wisst es, Black Nana hat eh eine ordentliche Minze. Ich mag es ja eh ordentlich frisch. Leute, Vorteil von diesem Setup ist definitiv nicht das Tabaksparen. Das fällt komplett weg, weil der Kopf braucht ordentlich Tabak. Ihr habt gesehen, wie viel ich da reingeschaufelt habe. Da muss wirklich einiges rein. Aber ihr habt einen krass intensiven Geschmack. Also einen intensiveren Geschmack kriegt ihr aus keinem anderen Setup raus. Kann ich euch versprechen. Wird nicht passieren. Ist das krasseste Setup, was Intensität angeht. Auch beim Rauch. Das ist jetzt gerade noch nichts, sage ich mal, für ein Overpack. Das geht noch viel, viel krasser. Ich ziehe noch ein paar Mal. Ihr könnt noch mal ein bisschen gucken, wie ihr den Rauch so findet. Also
Also ich denke, man sieht es. Und wirklich, das ist nicht das Maximum, was an Rauch geht mit so einem Overpack. Da hatte ich schon Köpfe, die waren noch viel, viel krasser. Aber er raucht definitiv mega krass. Er schmeckt super intensiv. Ihr habt eine leckere Note von dieser Traube noch auf der Zunge. Ihr wisst ja, ich rauche den Black Nana sowieso. Favorite ever. Der geht einfach immer, der Tabak. Also Vorteil definitiv, super intensiver Geschmack, schöne Rauchentwicklung, geht mega klar. Ich rauche super gerne so in letzter Zeit. Ich würde sogar fast sagen, dass das da gerade mein absolutes Lieblingssetup ist. Der Hookah John und Somo Harmony Bowl ist einfach ein mega geiler Kopf. Und dann noch Overpack mit einer Smokebox obendrauf bei der Rauchentwicklung und der Geschmacksentfaltung. Einfach mega geil. Leute, packt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das ganze Setup so findet. Und ob ihr den genauso baut wie ich oder ob ihr noch ein paar andere Tipps oder Tricks habt, wie man das Ganze noch krasser machen könnte, bin ich natürlich offen für. Ansonsten hoffe ich, dass dem einen oder anderen, der den Kopf noch nicht so gut bauen konnte, das kleine Video dazu geholfen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.